So, heute geht es um die Vorbereitung einer Klassenarbeit zum Thema Stadtgedichte. Und zwar so die schlussendliche Vorbereitung, sei es, dass man 2, 3 Tage vorher anfängt, sich intensiv darauf vorzubereiten, oder ob man sich am Ende noch einmal kurz checken will, ob alle wesentlichen Dinge im Griff sind und man gut vorbereitet ist. Und wir legen die Vorbereitung so auf etwa 90 Minuten an. Das heißt natürlich nicht, dass das Video jetzt 90 Minuten dauert. Das wird wie immer so 10 bis maximal 15 Minuten dauern. Wie immer machen wir das so, dass wir dazu einen Begleittext haben, auf den wir zurückgreifen. Und der kann auf der entsprechenden Webseite, die wir nachher angeben, auch nachgelesen werden. In diesem Fall geht es hier eigentlich nur darum, dass wir eben keine normale Interpretation hier etwa abliefern wollen, sondern wir wollen zeigen, wie man am besten mit einem Gedicht umgeht und wie man dann eben auch selbst mit anderen Gedichten in Klassenarbeiten klarkommen kann. Und wir nehmen das Gedicht hier links, was am häufigsten vorkommt, vielleicht im Unterricht schon behandelt worden ist. Das macht aber nichts. Dann sind die Tipps, die wir gleich geben werden, hoffentlich noch leichter zu verarbeiten und umzusetzen. Und das ist eben von Alfred Wolfenstein und hat den Titel Städter. Und wir werden dann auch sehen, dass es sich um ein sogenanntes Sonett handelt. Das ist eine Gedichtform, die gerade bei Stadtgedichten häufig vorkommt. Das sind 2 Viererpäckchen hier, die man Quartette nennt, und 2 Dreierpäckchen, die man Terzette nennt. Aber darauf gehen wir nachher auch noch genauer ein. Am Anfang ein paar Vorbemerkungen, damit klar wird, von was für einem Gedichtverständnis wir ausgehen. Wir sagen, das Gedicht ist wie ein Tatort, nur dass da statt eines Toten eine besondere Ansammlung von Äußerungen vorliegt. Das Gedicht ist ja eigentlich ein langer Monolog. Da haut ein lyrisches Ich oder Sprecher, Sprecherin da etwas raus. Das macht Gedichte ja auch so reizvoll. Das Besondere, mehr als diese Äußerungen haben wir nicht. Mehr gibt es auch nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn, den Autor fragen zu wollen, wie das Gedicht zu verstehen ist, denn ein guter Schriftsteller äußert sich dazu überhaupt nicht. Er sagt, alles, was ich sagen wollte, findest du im Gedicht, im Text. Und wir fügen sogar hinzu, im Gedicht findet man manchmal auch noch mehr oder sogar anderes, als der Autor möglicherweise sagen wollte. Und bei einem Gedicht als Kunstwerk ist das auch in Ordnung. Das unterscheidet eben Liebesgedichte als Kunstwerke von Liebesbriefen. Denn bei denen sollte am Ende klar sein, was der Verfasser sagen wollte. Bei Liebesgedichten macht sich jeder am Ende seine Gedanken dazu und darum sind die ja auch durchaus beliebt. Das ist also das Ziel bei unserer Gedicht-Tatortsuche, nicht der Täter, sondern das, was das Gedicht aussagt. Gedichte sind also ein schönes Beispiel für den Satz, die Kunst liegt im Auge des Betrachters. Es geht erstmal darum, herauszubekommen, was das Gedicht anbietet und dann macht man sich seine eigenen Gedanken dazu. Wichtig ist dabei nur, dass der Betrachter so lange wie möglich erstmal beim Text bleibt und nicht in eigene Fantasien abschweift. Es geht um die Auswertung der Signale, die das Gedicht aussendet. So, für die Klärung dieser Dinge, die hoffentlich vielen helfen, Gedichte besser zu verstehen, damit klarzukommen, haben wir mal 5 Minuten angesetzt. Jetzt fügen wir noch die Überschrift hinzu. Die heißt bei diesem Wolfenstein-Gedicht einfach nur Städter. Das ist sehr knapp und allgemein. Man darf sich allerdings Gedanken machen. Das ist eben Kunst im Auge des Betrachters. Aber bitte nicht abschweifen. Aber was man sagen kann, ist, es geht um die Menschen, die in einer Stadt wohnen und vielleicht auch zu typischen Stadtbewohnern geworden sind. Vielleicht heißt immer, das sind Annahmen. Das wird das Gedicht gleich klären. Zum Beispiel wissen Sie, diese Städter, dass Grasflächen für Ihre Hunde knapp sind und man auch viel von den Nachbarn mitbekommt. Das ist übrigens ein Beispiel dafür, wie man bei einem Gedicht mitdenken darf. Es wird einem dann klarer, was eine Textstelle ausdrücken könnte. Was sie wirklich ausdrückt, muss man sich natürlich am weiteren Text anschauen. Die nächste Stufe der Vorbereitung könnte so etwa 12 Minuten in Anspruch nehmen. Da geht es um die ersten beiden Strophen. Wir lesen mal die erste Strophe vor. Dicht wie die Löcher eines Siebes stehen Fenster beieinander. Drängend fassen Häuser sich so dicht an, dass die Straßen grau geschwollen wie Gewürgte stehen.
Und jetzt ist es bei einer Klassenarbeit, Analyse immer ganz interessant. Einmal das Was, was macht das lyrische Ich? Was sind das für Äußerungen? In welche Richtung gehen sie? Und wie macht das lyrische Ich das? Mit welchen besonderen, speziell sprachlichen Mitteln? Nun kann man schlecht natürlich beides gemeinsam komplett sofort machen. Darum empfehlen wir hier, den Inhalt sich genau anzugucken. Zum Beispiel hier, die erste Strophe beschreibt, wie eng alles in der Stadt ist. Und deutlich wird dann auch der Eindruck des Unangenehmen, geschwollen, gewürgte, dass einem die Luft zum Atmen nehmen kann. Das wäre der Inhalt. Und die nebenbei Bemerkungen, wie die Löcher, ist ein Vergleich mit einem Sieb. Fassen Häuser sich so dicht an, Häuser fassen sich an, ist eine Personifikation. Und grau geschwollen ist eine Metapher. Und wie gewürgte ein Vergleich. Und er soll eben diese Atemlosigkeit da eben deutlich machen. Das war, wie gesagt, muss man hier noch nicht machen, aber wenn einem was auffällt, kann man das am Rande einfach notieren. Schauen wir uns dann die zweite Strophe an. Ineinander dicht hineingehakt sitzen in den Trams, das sind Straßenbahnen, die zwei Fassadenleute, ihre nahen Blicke baden ineinander, ohne Scheu befragt. Dann kann man schreiben, nach den Häusern und Straßen geht es jetzt direkt zu den Menschen, am Beispiel eines Straßenbahnwagens. Deutlich wird auch hier die Enge, betont wird der Gegensatz zwischen den Fassaden, die Leute zeigen nur ihre Außenseite, und baden ineinander. Das merkt man hier deutlich. Das ist was anderes. Da ist man nämlich im Innenbereich eines Hauses, einer Wohnung und ohne Scheu befragt. Ja, die Leute fühlen sich also immer befragt, als würden Leute ihnen Fragen stellen, die sie natürlich gar nicht hören. Und da merkt man, wie sie dem ausgesetzt sind, wovor sie sich vielleicht auch durch die Fassaden schützen wollen. Und künstlerische Mittel kann man hier schon Fassaden als Metapher für das äußere Erscheinungsbild der anderen Menschen, die möglichst sonst nichts oder nur ihre schöne Seite preisgeben wollen. Und ihre nahen Blicke baden ineinander, ist ein Bild für den Versuch, hinter die Fassaden zu blicken, in den Privatbereich einzudringen. Und ohne Scheu befragt, haben wir eben schon gesagt, ist eine Art Metapher für das Eindringen in den Innenbereich anderer Menschen. Die dritte Strophe dann, unsere Wände sind so dünn wie Haut, dass ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. Unser Flüstern, Denken wird Gegröhle, das ist eine Feststellung. Die Abgrenzung, die Wände zwischen den Menschen sind so schwach, so dünn, dass die anderen alles mitbekommen. Wenn man weint, ja, also eigentlich was ganz Intimes, was man für sich behalten möchte, auch flüstern und denken, da möchte man nicht, dass die anderen das mitbekommen. Und das wird, das ist natürlich eine Übertreibung hier, wird sogar zu Gegröhle. Und die vierte Strophe dann, und wie still in dick verschlossener Höhle, ganz unangerührt und ungeschaut, steht ein jeder fern und fühlt alleine. Also sie möchten in dick verschlossener Höhle eigentlich sein. Und sie bleiben dort auch dann eben unangerührt und ungeschaut und dann merkt eben jeder, dass er alleine ist. Also hier ist ein Gegensatz, dass man auf der einen Seite Angst hat davor, dass Dinge preisgegeben werden, die werden auch preisgegeben, aber eher auf der äußeren Ebene. Man bekommt eben mit, dass man weint, aber niemand interessiert sich dafür, weshalb man weint oder will einem gar helfen. Man ist eben allein. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Wir werden jetzt im Einzelnen das hier nicht alles vorstellen, das kann man auf der Website nachlesen. Und es kann ja auch sein, dass einige schon gesagt haben, okay, ich gucke mir lieber die Dokumentation an, denn ich habe keine Zeit für Video plus Dokumentation. Aber wir werden das natürlich hier noch weiter erklären. So, bei der Vorbereitung könnte man sich 10 Minuten Zeit nehmen, was wir jetzt kurz vorstellen, nämlich zwei Arten von Zusammenfassungen. Erstmal der inhaltlichen Aussagen. Das Gedicht zeigt die Enge der Stadt, Atemlosigkeit, Unfreiheit, das Fassadenartige im Verhältnis der Menschen und so weiter. Wichtig ist immer, dass man das auseinanderzieht und nicht nur eine einzige Sache sagt, die Enge der Stadt meinetwegen. Dann hier Zusammenfassung der künstlerischen Mittel, kann man sich auch in Ruhe durchlesen. Worauf wir aufmerksam machen wollen, ist die Form des Sonetts. Hat ja eine Funktion, die Quartette, hier die Terzette. In den beiden Vierzeilern werden eher äußerliche Situationen, Straßen, Situationen in den Straßenbahnen bei den Menschen, Gruppen beschrieben. In den beiden Terzetten, da geht es um innere Gefühle. Man hat das Gefühl, die bekommen alles mit von mir und trotzdem bin ich alleine. Wir haben dann noch ein Schaubild erstellt. Das kann man sich auf der Website auch mal
genauer erklären lassen. Wir haben da sogar zwei Audiodateien gemacht. Hier geht es erstmal um die Basis, was man wissen sollte: Versform, lyrisches Ich. Dann ganz wichtig bei einer Aufgabe, dann, dass man die erstmal zerlegt, eine Zeitplanung macht, und dann kommen hier Einleitung, dann kommt der Hauptteil und dann der Schluss schließlich, die Aussagen, was wir eben zusammengestellt haben. Und die Interpretation kann am ehesten etwas sein: Bedeutung für heute, aber auch für den Dichter, für das Thema, für die Epoche. Und dann gibt es natürlich spezielle Aufgaben noch. Zum Beispiel etwas kreativ einfügen oder so etwas. Aber wie gesagt, das kann man sich alles durchlesen, und mit so einem Schaubild hat man dann insgesamt einen guten Überblick, den man sich auch leicht einprägen kann. Am Ende dieser 90 Minuten Vorbereitung, oder fast am Ende, haben wir nochmal Tipps zusammengestellt. Da geht es darum, wie man die Einleitung am besten schreibt, ne? Wie man zum Thema kommt, dann was die äußere Form angeht, mit Hinweisen auch, wo man sich noch weiter informieren kann. Und dann, wie gesagt, nochmal die Zusammenfassung der Aussagen, die künstlerischen Mittel und dann eventuell die Frage der Interpretation. Das kann man, wie gesagt, auf dieser Seite sich dann genauer noch vorstellen lassen und dann an eigenen Gedichten üben. Wir zeigen hier noch kurz zwei Gedichte, die wir zum Üben ausgesucht haben. Das ist einmal ein Gedicht von Franz Lichtenstein, Städter in der Landschaft. Das ist ein bisschen einfacher, ein bisschen humoristisch auch fast schon. Und hier das Gedicht von Franz Werfel ist etwas komplizierter. Wir empfehlen, sich damit einfach selbstständig mal auseinanderzusetzen, die Dinge, die wir jetzt gemacht und besprochen haben, dort einfach mal auszuprobieren und dann mit unseren Lösungen hinterher zu vergleichen. Dafür hätten wir dann hier so jeweils 10,5 Minuten hier festgelegt, wenn man nur noch 90 Minuten insgesamt investieren will. Natürlich ist auch mehr möglich. So, wir hoffen, dass jeder jetzt weiß, wie man auch in 90 Minuten sich noch auf eine Klassenarbeit zum Thema Stadtgedichte gut vorbereiten kann. Wie immer legen wir das, was wir hier alles zusammengestellt haben, auf dieser Seite ab, ne? Das verlinken wir hier auch bei den Informationen und über einen Button. Dort eventuell Aktualisierung, Korrektur von Fehlern, wenn sie uns nachträglich auffallen. Und wir freuen uns natürlich über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Dann können wir das Ganze nämlich erweitern, und das bringen wir dann auch auf die entsprechende Website. Und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, sollte das vielleicht tun. Schnell durchblicken, heißt der, denn dann wird er sofort informiert, wenn wir wieder mal versuchen, möglichst jemandem noch kurz vor einer Prüfung oder einer anderen Herausforderung zu helfen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.